Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Liebesorakel. Und zwar wird es in diesem Orakel um deine Liebesgeschichte gehen. Also wir schauen uns an, was ist so deine Liebesgeschichte, wie wird die sich so entwickeln, wie kommt die zustande etc. Das wollen wir uns einmal anschauen. Und es ist auch ganz egal, ob du jetzt Single bist oder ob da sich schon irgendwas entwickelt, ob... Ja, also es ist ganz egal, guck einfach, ob diese Legung mit dir in Resonanz geht. Ja, ob du damit was anfangen kannst, ob du dich da wiederfindest oder eben nicht. Und wir wollen einfach mal schauen, was das für eine Liebesgeschichte ist. Und dazu werde ich jetzt ein paar Karten legen. Dieses Orakel ist übrigens zeitlos, also es ist völlig egal, wie alt das Video ist. Es hat ab dann Bedeutung, ab wann du es findest. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie deine Liebesgeschichte geschrieben wird, worum es in deiner Liebesgeschichte geht. So, deine Liebesgeschichte. Befreie dich, neue Liebe. Also ich glaube, das ist voll, das ist sowas von eindeutig. Das ist so klar. Das ist, muss ich dazu noch irgendwas sagen? Also für dich geht es ganz klar darum zu verstehen, wenn du gerade noch an irgendetwas festhältst, lass es los. Befreie dich davon, denn auf dich wartet eine neue Liebe. Wenn du gerade irgendjemanden an deiner Seite hast, worauf du wartest, hoffst, kommt da noch was, kommt da nicht was, vielleicht geht das auch schon länger. Ja, ganz klar, hol dir deine Energie wieder zurück. Für dich ist was Neues bestimmt. Also für dich geht es um eine neue Liebe. Wenn du dich fragst, ob irgendjemand aus der Vergangenheit nochmal wiederkommt, kann ich dir sagen, nein. Also, wie gesagt, guck einfach, ob du damit in Resonanz gehst. Also, ich lese ganz oft, wenn ich so neue Geschichten habe, ne, so neue Liebesgeschichten, lese ich dann trotzdem in den Kommentaren noch, ja, er macht das und das und das und bla bla bla. Aber hier geht es um eine neue Geschichte, hier geht es um eine neue Liebe. Also kannst du nicht wissen, was er macht, weil dann gibt es keinen anderen gerade, ja? Oder es gibt vielleicht jemanden, aber der ist vielleicht nicht gut für dich. Und das müssen hier vielleicht einige wirklich mal hören. Also da musst du schon für dich selbst die Verantwortung übernehmen und reflektieren und gucken, wo du gerade stehst. Und ja, was das Richtige für dich ist. Aber für diejenigen, für die diese Nachricht ist, habe ich ganz klar das Thema, befreie dich von alten negativen Glaubenssätzen, befreie dich von irgendwelchen anderen Personen. Und wenn du schon frei bist, super, vielleicht ist das ein Hinweis für dich, dass du dich von irgendwas Altem befreien sollst. Vielleicht geht es für dich darum, dass du gar nicht jetzt eine bestimmte Person loslassen musst, weil du vielleicht gerade Single bist und da gibt es überhaupt keine Altlasten bei dir, dann super, herzlichen Glückwunsch. Dann geht es hier für dich darum, dass du dich von etwas befreist, was vielleicht mit negativen Glaubenssätzen zu tun hat, dass du dich vielleicht von deinen alten Lebensumständen befreist, dass du vielleicht deinen Job wechselst, dass du vielleicht umziehst, dass du vielleicht deine Ernährung änderst, dass du vielleicht deine Rituale, die du täglich machst, endest. Also es können sogar so Kleinigkeiten sein. Es geht darum, sich von irgendetwas zu befreien. Vielleicht misstest du auch einfach nur aus. Und energetisch ist das so ein richtiger Booster, so eine Befreiung für dich, dass du sagst, ja, ne, also das habe ich jetzt wirklich gebraucht. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Ja, also du bist Herr, Herrin über dein Leben und über deine Energie. Und darum geht es hier, dass du dich von etwas befreist, was diese Energie raubt, was dich in diesem kleinen Stall hier oder was es ist, umzäunt und festhält, also wo du gefangen bist einfach. Ja, weil dieses Einhorn ist nicht dafür da, dass es in diesem, was ist das, 4x4 Meter, noch nicht mal 2x2 Meter Ding da festhält, hockt, sondern hier draußen in die Natur geht und die Landschaft erkundet. Ja. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern raus da. Alles, was dich irgendwie einengt, alles, was dir Energie raubt, wo du dich wie ein Gefangener, eine Gefangene fühlst, raus da. Etwas Neues wartet auf dich, eine neue Liebe, eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Eine neue Person kommt in dein Leben. Vielleicht hast du jetzt auch gerade jemanden ganz neu und ganz frisch kennengelernt.
Es könnte vielleicht diese Person sein, aber definitiv geht es hier um etwas Neues. Also hier geht es nicht um jemanden, der vielleicht vor einem Jahr oder 2 Jahren oder vor 5 Jahren irgendwie mal interessant war, sondern hier geht es um was ganz Neues. Schauen wir weiter. Deine Liebesgeschichte. Deine Liebesgeschichte. Puh, hier haben wir was. Wir haben hier Surrender, Surrendering und Calling Back. Das finde ich ja sehr interessant, weil diese Energien so ein bisschen davon sprechen, okay, jemanden loslassen, etwas loslassen, Surrender, befreie dich, Calling Back. Jemand also zurückrufen, jemand, der vielleicht in der Ferne ist, jemand, der weiter weg ist. Ich sehe, dass du, das ist so ein bisschen wie in diesen alten Filmen, wo jemand weggegangen ist, wo auch immer man dann hingeht, auf irgendeine Expedition oder in den Krieg oder was auch immer. Also ich habe jetzt so Filme im Kopf, wo man sich verabschiedet, ja, wo irgendwie jemand weiter weggeht. In unserer heutigen Zeit ist das ja fast unmöglich durch das Internet. Ja, man hat ja ständig Kontakt oder ständig auch die Möglichkeit. Es ist nicht so wie früher, wo man sich dann Briefe geschrieben hat und gehofft hat, Mensch, kommt der Brief überhaupt an? Ist die Person überhaupt noch am Leben? Das waren ganz andere Zeiten und dadurch, da waren auch die Beziehungen ganz anders und die Menschen sind auch ganz anders miteinander umgegangen. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Ja, wir können mal eben einen Videoanruf machen, wir können mal eben eine WhatsApp schreiben. Und früher warst du mal froh, wenn du wusstest, wo die Person lebt oder wo sie jetzt ist. Und wenn du Glück hast, kommt der Brief an. Ja, wenn du noch mehr Glück hast, kommt auch eine Antwort. Weil vielleicht ist der schon längst abgekratzt. Ja, das war so früher. Und gerade auch in den Kriegsjahren. Und hier habe ich so eine Atmosphäre. Ich habe dieses, da ist jemand in der Ferne. Es hat was Dramatisches. Jemand ist aus irgendeinem Grund nicht erreichbar. Vielleicht zieht jemand um. Vielleicht geht jemand für längere Zeit ins Ausland. Jemand hat geschäftlich mit irgendwelchen Angelegenheiten zu tun und ist dann für länger nicht erreichbar oder nicht da, ist ganz woanders. Ja, also solche, ich sehe eine Distanz, die reinkommt. Ich sehe zwei Menschen, die getrennte Wege gehen, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und da ist so eine Sehnsucht, die dadurch zustande kommt. So dieses, wann kommst du wieder zurück oder wann bist du wieder da? Wann können wir wieder miteinander Zeit verbringen? Also vielleicht lebt diese Person im Ausland, vielleicht geht diese Person ins Ausland, vielleicht zieht aber auch jemand um, vielleicht wohnt jemand einfach weiter weg. Ja, vielleicht ist hier jemand einfach nicht in deiner Stadt, ja, und das ist vielleicht ein bisschen weiter. Ich sehe eine Distanz, die entweder besteht oder die reinkommt. Je nachdem, also je nachdem, wie die Umstände sind und wie sich auch das Leben verändert. Es geht darum, etwas loszulassen. Ich sehe eine Zeit von Trennung, ich sehe eine Zeit von kein Kontakt, eine Zeit der Distanz. Also deine Liebesgeschichte wird ein bisschen dramatisch sein, aber dadurch kommt auch irgendwie so Sehnsucht rein und dadurch, das geht ins Herz, das ist irgendwie... Das bringt dir mehrere Emotionen mit sich. Das ist hier nicht alles so, dass es glatt läuft und Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist hier wunderschön und man sieht sich 24/7, sondern das ist so etwas distanzierter durch die Umstände, die sich ergeben. Wir sehen hier den Koffer, er geht, wir sehen hier, er fährt mit dem Motorrad weg. Also, und zurückbleiben hier diese trauernden Frauen. Seht ihr das? Seht ihr das? Also die Bilder sprechen schon für sich. Wir schauen jetzt mal weiter, weil die Love Story hier, diese Liebesgeschichte, fängt an, interessant zu werden. Das ist doch genau das, was man auf so einer Leinwand sieht, ja, in so einem Hollywood-Streifen. Drama. Und wir schauen es uns alle an. Stellt euch mal vor, wir würden einen Film schauen, eine Liebesgeschichte. Da kommen zwei Menschen zusammen. Und es läuft die ganze Zeit super.
Und die ganze Zeit ist alles friedlich und wunderschön und die kommen zusammen und die heiraten, die kriegen Kinder und irgendwann werden sie alt und sterben. Was wäre das für ein langweiliger Film, oder? Es gibt doch immer diesen Wendepunkt in einer Liebesgeschichte, ja? Diesen Wendepunkt, wo man sich fragt, schaffen wir das noch? Finden wir noch zusammen oder gehen wir getrennte Wege? Dieser Wendepunkt ist doch immer da. Es gibt doch immer irgendein Hindernis oder irgendein Missverständnis oder irgendetwas ist doch immer da. Die Umstände verändern sich und das Ganze bekommt Dramatik. Genau das sehe ich hier. Ja, also sowas ist das hier. Das ist keine langweilige Liebesgeschichte, sondern deine Liebesgeschichte ist auch von Sehnsucht und von Trennung auch geprägt. Ja, also man befreit sich hier, man ist eine Zeit lang getrennt, aber neue Liebe. Ja, also das ist jetzt nicht jemand aus der Vergangenheit. Bei neue Liebe, okay? So, schauen wir mal weiter. Also hör auf deine Intuition, hör auf dein Gefühl, ob du dich hier wiederfindest. So, dann wollen wir doch mal schauen, welche Infos wir hier noch bekommen in dieser... Wow! Ja, Sexual Arts. Also, was soll ich dazu noch sagen, meine Lieben? Das ist hier, es ist so viel Leidenschaft in dieser Verbindung. Es ist so viel Feuer. Das ist wie ein Vulkan. Seht ihr diesen Vulkan, der hier explodiert? Oh, diese Liebesgeschichte, das ist echt unterhaltsam hier. Ich finde diese Legung so geil. Ich finde die so geil, ohne Scheiß. Es ist einfach hier der Hammer. Also sehr interessant, den Film würde ich mir auf jeden Fall angucken. Du kannst ja ein Buch schreiben, wenn du dann das hier durch hast. Also hier sieht man definitiv, dass euch sehr viel Leidenschaft miteinander verbindet. Man sieht, es ist sehr viel Feuer bei euch und es läuft einfach da auf dieser Ebene. Du erwartest das gar nicht mehr. Du glaubst vielleicht, dass da nichts mehr läuft oder dass du da nichts Spannendes mehr erlebst unter deiner Bettdecke. Ja, also dass das hier Flaute ist oder dass dich hier keiner mehr irgendwie solche eruptiven Zustände bei dir bewirken kann. Ich finde diese Legung einfach, die ist der Hammer. Es wird wirklich, also es wird super viel Leidenschaft bei euch geben. Es ist so viel Anziehungskraft da. Es ist intensiv. Es ist lebendig. Du fühlst dich richtig lebendig dadurch. Und vielleicht macht es das hier noch schwieriger, warum man hier vielleicht eine Zeit lang distanzierte Wege gehen muss. Wir werden das gleich auch alles noch mit dem Tarot klären. Natürlich, das interessiert mich jetzt total hier, was hier los ist. Aber vielleicht ist es deswegen noch umso schwerer, weil eure Anziehungskraft und eure Verbindung einfach so stark ist. Und liebe Frauen, schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Ich möchte mal eure Meinung dazu hören und auch hier gerne für die Männer. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade was die Sexualität betrifft, wir Frauen, wir speichern die Energie von einem Mann. Also sobald wir uns einem Mann hingeben, sobald wir mit einem Mann schlafen, können wir schwerer loslassen. Ja, da kann irgendein Hans und Franz sein, den wir mal kurz gedatet haben und mit dem lief da nichts. Und das ist viel leichter, den loszulassen. Und das ging vielleicht auch länger, ja, wer weiß, es ging vielleicht ein paar Monate und dann ist da, vielleicht habt ihr diese Ebene eben nicht betreten und habt euch Zeit gelassen und ihr geht dann irgendwann getrennte Wege. Ja, das ist leichter, so jemanden loszulassen. Und dann kann es manchmal schwieriger sein, jemanden loszulassen, mit dem es vielleicht nur eine Woche ging, ja, aber da ist mehr gelaufen. Sobald diese Ebene erreicht ist, ist das für eine Frau sehr schwer loszulassen. Für einen Mann ist das nicht so. Und wir können uns hier sonst noch irgendwelche Märchengeschichten erzählen und sonst irgendein Blabla, ja, dass wir alle doch irgendwie auf einer Ebene gleich sind und wir wollen alle doch dasselbe und tralala und hast du nicht gesehen. Männer und Frauen sind von Grund auf verschieden. Punkt. Daran gibt es nichts zu ändern. Ja, das ist einfach so.
Wir sind einfach unterschiedlich. Wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Das fängt schon einfach an, dass unsere Körper unterschiedlich sind. Ja, anatomisch sind wir schon völlig unterschiedlich. Und also wir sind das aufnehmende Prinzip. Auch da schon anatomisch gesehen. Wir sind das aufnehmende Prinzip. Und viele Männer verstehen das nicht. Und viele Frauen verstehen das auch nicht. Ja, wir speichern die Energie eines Mannes, sobald wir intim geworden sind, sobald wir mit jemandem Sex hatten. Und das ist schwieriger, die Person loszulassen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, Männer und Frauen, wie ihr dieses Thema seht. Diskutiert gerne, ja, also gerne, seid aber bitte respektvoll. Und schreibt es bitte in die Kommentare rein, wie ihr dieses Thema seht. Habt ihr da vielleicht auch unterschiedliche Meinungen? Weil man hört auch immer wieder von anderen Personen, die das anders sehen, die sehr gut, sage ich mal, wechselnde Partner haben können, die damit kein Problem haben. Es würde mich einfach mal interessieren, die unterschiedlichen Meinungen dazu. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Weil so wie ich mich mit Frauen unterhalten habe, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber ich weiß nicht, ob das dann vielleicht so ist, ohne jetzt jemanden anzugreifen. Also wenn du dich dazu zählst, dann schreib es mir bitte gerne, ja, ob du das anders siehst. Aber ich frage mich dann immer, wenn eine Frau sagt, sie kann das, also sie kann mit jemandem intim sein und hat kein Problem damit, den loszulassen und vielleicht auch mit wechselnden Partnern, was ja völlig okay ist, was völlig legitim ist, was sie auch darf, weil eine Frau hat auch die gleichen Rechte wie ein Mann. Und sie darf das auch, ohne dafür verurteilt zu werden. Aber ich frage mich, ob diese Frauen so eine Form von Unterbewusstsein oder irgendwas in ihr Unterbewusstsein verdrängen, dass sie das nicht merken, wie sie das doch gespeichert haben. Weil da wundere ich mich ehrlich gesagt immer wieder drüber, wie das funktioniert. Also sage ich ganz ehrlich. Weil ich sehe das Thema so, wir speichern diese Energie. Ja, also wir speichern das. Ich sehe das so. Wenn du es anders siehst, bitte schreib es mir in die Kommentare, wie gesagt, auch wenn du das so siehst oder sonst wie. Ich finde das Thema sehr interessant. Weil das muss ja auch einen Grund haben. Ja, ein Mann kann das sehr einfach. Ein Mann kann, da sind gewisse Reize und dann kann er mit einer Frau ins Bett gehen. Da gibt es bestimmt auch Ausnahmen, Männer, die das anders handhaben, aber so würde ich sagen, meistens ist es so, dass Männer das eher leichter können und die können dann auch wechseln und das ist denen wurscht. Ja? Bei uns Frauen ist das irgendwie anders. So habe ich das Gefühl. Also, zurück zu deiner Liebesgeschichte. Hier habe ich wirklich das Gefühl, dass es sehr intensiv ist und dass es sehr leidenschaftlich ist und dass das eine sehr besondere Ebene bei euch sein wird. Also die Sexualität wird eine sehr besondere, wichtige Ebene darstellen in eurer Beziehung. Sie ist vielleicht besonders anders und du fühlst dich vielleicht auch anders. Du hast vielleicht das Gefühl, dass mit dieser Person das einfach anders ist als mit anderen Personen. Wir schauen weiter. Ich glaube, das wird eine lange Legung. Ich bin noch nicht mal zum Tarot übergegangen. Die Liebe, genau das brauchen wir doch hier. Also hier sind auch Gefühle. Es ist nicht nur die Ebene, sondern hier ist auch definitiv die Liebe. Und mir fällt hier sehr stark auf, dass Amors Pfeil, ja, Amor ist hier und er wollte gerade seinen Pfeil abschießen, hatte vielleicht hier ein Ziel, hier kommt der Wind und bläst das weg. Das ist für mich so the winds of change, der Wind, der was verändert, irgendetwas, was hier so in den Weg kommt oder was anders kommt als gedacht. Das sagt mir auch, die Person, wo du das fühlen wirst oder deine Liebesgeschichte wird mit einer Person sein, mit der du nicht rechnest, dass es so kommt. Also du könntest jetzt vielleicht einen bestimmten Typ haben oder eine bestimmte Art von Mensch im Blick haben. Und mir wird hier gesagt, durch diese Karte, es wird ganz anders sein. Also diese Person wird irgendwie anders sein, die wird sich irgendwie unterscheiden, vielleicht von deinen bisherigen Partnern oder von deinen Mustern oder von deinem Typ. Hier ist was ganz anders, also du rechnest nicht damit. So wie du jetzt meinst, wie dein Typ ist oder wo du meinst, okay, mit so einer Person kann ich mir was vorstellen. Es kommt hier ganz anders, also es kommt mit so einer Person, wo du vorher gar nicht gedacht hast, dass das möglich wäre. Vielleicht hat die Person eine bestimmte Religion, vielleicht hat sie eine bestimmte Einstellung, vielleicht wohnt sie an einem ganz bestimmten Ort, wo du gar nicht gedacht hast, dass das mal jemand sein könnte aus einem bestimmten Ort, Land, oder die Umstände sind ganz anders als gedacht. Ja, jetzt wollen wir mal über das Tarot hier auslegen.
und schauen, wie deine Liebesgeschichte hier so ist. Und ich lege jetzt 6 Karten fest. Wir nehmen nicht mehr, außer das Universum sagt, es sollen mehr werden. Dann können sie jetzt rausfallen. Aber wir legen jetzt erstmal alle aus. Deine Liebesgeschichte, 6 Karten. Wir haben hier das Gericht. Wow, wir haben den Turm, also richtig krasse Energie, sehr schicksalhafte Energie. Also so ein bisschen so wie das hier, der Wind, der hier einmal durchpustet und der pustet alles durcheinander. Hier kommt es ganz anders als gedacht, hier kommt es zu Überraschungen. Ich sag's dir, 5 der Stäbe. Das ist hier echt wie im Hollywood-Streifen. Das wird wie im Film. 5 der Kelche, das ist wirklich wie im Film hier. Der Tod, das ist wie im Film hier. Das ist doch unfassbar. Unfassbar. Wir sagen ja immer, letzte Karte, wir sagen ja immer, dass, und die 8 der Münzen, wir sagen immer, dass Hollywood uns was weismachen will, hier von wegen diese ganzen Liebesfilme, das ist doch alles Quatsch und wir wollen genauso eine Liebe wie im Film und dass die uns unser Gehirn waschen, dass das alles nicht echt ist, aber hey, es ist, irgendjemand hat doch diese Geschichten geschrieben, irgendjemand hat die Drehbücher verfasst. Es ist inspiriert vom echten Leben und das ist gar nicht mal so abwegig, weil genau solche Liebesgeschichten gibt es. Ja, also es ist vielleicht nicht immer so 1:1 das, aber genau sowas existiert. Und hier nehme ich echt eine sehr krasse Energie bei dir wahr. Ich kann dir sagen, dass das ganz unerwartet kommt, dass du deine Liebesgeschichte überhaupt nicht auf dem Schirm hast, dass so wie du meinst, wie sich das entwickelt oder wie dein Leben sein wird mit der Liebe, so wird sie nicht sein, sie wird ganz anders kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass das hier schneller kommt als gedacht, weil wir hier den Turm haben und das Gericht, das hat so was Explosives, was total Unerwartetes, was Öffnendes, also das kommt zack, bumm, das geht hier recht schnell. Also ich glaube, du musst gar nicht mehr lange auf deine Liebesgeschichte warten. Und ich habe auch das Gefühl, dass alles irgendwie anders kommt, als du denkst. Die Art und Weise, wie ihr euch kennenlernt, das wird ganz, ganz anders kommen. Der Mensch, also alles drumherum, die ganzen Gegebenheiten, das wird ganz anders kommen, als du meinst. Manchmal haben wir ja so eine Idee von unserer Zukunft. Ja, wir haben so eine gewisse Vorstellung, wie sich bestimmte Dinge entwickeln werden. Aber ich kann dir sagen, das kommt gar nicht so. Also es wird ganz, ganz anders sein. Ups. Jetzt bin ich hier ein bisschen so. Genau, also es wird völlig anders kommen, als du denkst. Es wird ganz anders sein. Und es wird auch nicht leicht, bekomme ich rein. Also es wird eine Liebesgeschichte, die ihre Opfer bringt und die auch in einer Form eine gewisse Dramatik mit sich bringt. Eine Zeit der Trennung, eine Zeit der Distanz. Irgendetwas ist herausfordernd an eurer Situation. Es könnte zum Beispiel sein, vielleicht spielt die Distanz eine große Rolle. Ihr wohnt vielleicht weiter voneinander weg. Es ist euch nicht möglich, sich öfter zu sehen. Und das stellt vielleicht eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung dar. Aber gleichzeitig erhöht das hier auch die Anziehung, kriege ich rein. Also es gibt irgendwelche Umstände, die dramatisch sind oder die schwierig sind. Es könnte auch sein, dass ihr einander kennenlernt und alles ist in Ordnung, aber dann ändern sich die Lebensumstände bei einer Person. Jemand bekommt ein ganz wichtiges Jobangebot und muss dafür dann irgendwo weg oder hat vielleicht, was weiß ich, ist da ein paar Monate auf irgendeiner Insel abgeschottet und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder irgendwas anderes völlig Unerwartetes kommt auf einmal auf den Plan, wo ihr meint so, hä, war doch alles gut, was ist denn jetzt los? Also ihr werdet vom Universum getestet, eure Verbindung wird so einige Herausforderungen bekommen, die testen, wie ihr jetzt weitermacht. Und das ist auch nicht in Stein gemeißelt, das ist auch etwas, was hier nicht feststeht, wie es dann weitergeht. Oder in welche Richtung das geht. Weil das Universum will von euch, dass ihr dran arbeitet. 8 der Münzen. Dass ihr an der Verbindung arbeitet. Ihr sollt etwas verändern. Eure Lebensumstände werden sich durch eure Verbindung komplett verändern. Also das ist keine Beziehung, sage ich mal, wo ihr zusammenkommt und jeder kann in seinem Leben so bleiben, wie er jetzt gerade ist.
weil einfach eure Umstände so sich verändern oder so unterschiedlich sind, dass man Anpassungen machen muss. Man muss hier Opfer bringen. Zum Beispiel, vielleicht ist es euch nur möglich, zusammen zu sein, indem jemand umzieht, indem jemand auswandert, indem jemand vielleicht seinen Job wechseln muss oder irgendein anderes Opfer bringen muss. Also es gibt hier irgendwelche Hindernisse und Herausforderungen, die euch dazu auffordern, etwas zu verändern. Der Tod und die 8 der Münzen, Transformation, arbeitet an der Transformation, arbeitet an einer Veränderung. Weil wenn ihr diese Veränderung nicht zulassen könnt, werdet ihr nicht zueinander finden können, weil eure Umstände einfach sehr unterschiedlich sind. Jemand muss vielleicht ein Haus verkaufen. Ja, also so größere Sachen kriege ich hier rein. Irgendwas, so ein richtiger Wendepunkt. Also diese Liebe geht mit einem Wendepunkt einher. Irgendetwas wird dadurch verändert. Es könnte auch sehr gut sein, dass du an einem Punkt bist, wo du meinst, jetzt ist es vorbei. Aber dann ist es nicht vorbei. Ja, es hat hier so eine gewisse Dramatik. Du glaubst so, jetzt finden wir nicht mehr zueinander, jetzt ist es vorbei, jetzt hören und sehen wir nichts mehr voneinander. Aber so ist es nicht. Ich sehe, dass man hier den Impuls hat und den Willen hat, an dieser Verbindung zu arbeiten. 8 der Münzen. Man möchte etwas dafür tun. Man möchte das irgendwie aufrechterhalten. Man möchte, dass das funktioniert. Ja? Also es gibt hier irgendeinen Umstand, der dich traurig machen wird. Haben wir hier zweimal. Irgendetwas, was nicht leicht ist. Und das muss jetzt nicht sein, dass dich dieser Mensch verletzt, sondern es kann sein, dass irgendwie, wie ich es eben schon gesagt habe, dass das mit einem Opfer einhergeht oder dass die Umstände so schwierig sein könnten, dass es nicht so leicht ist für euch, eine einfache Beziehung zu führen. Sondern da gibt es noch irgendwelche Umstände, die das nicht so leicht machen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das mit der Distanz zusammenhängt. Dass ihr irgendwie weiter voneinander weg wohnt oder dass es dazu kommt, dass dann eine Zeit lang eine Form von Trennung stattfindet, weil vielleicht jemand eine Zeit lang irgendwo hin muss oder so. Keine Ahnung. Eine Zeit lang verreisen muss. Oder irgendwas anderes. Ja, das kann alles Mögliche sein. Aber es ist eine sehr interessante Liebesgeschichte. Es ist eine unerwartete Liebesgeschichte. Es ist eine, die auch so ein bisschen so dieses Wow mit sich bringt, wo du denkst, also ich sehe dich richtig mit so einer offenen, mit so einer deine Kinnlade hängt runter und du hast den Mund auf und du denkst, wie jetzt, was? Also du bist ganz verwundert, wie das Universum das eingefädelt hat. Ja, du bist hier so ein bisschen sprachlos, aber eure Verbindung ist sehr intensiv. Also es ist richtig hier so, die Liebe verbindet euch, das Körperliche verbindet euch, die Anziehungskraft, die Leidenschaft, das ist ganz, ganz viel, was euch verbindet. Aber da sind halt auch Umstände, die euch irgendwie auseinanderdrücken, ziehen, was auch immer, bringen. Aber ihr wollt daran arbeiten. Ich sehe wie so Magnete, die so ihre Pole ändern. Ja, dann ziehen sie sich zusammen, dann stoßen sie sich wieder ab. Das ist das, was ich hier sehe. Aber die Verbindung wird man hier nicht kaputt machen können, weil die so intensiv ist. Und das bringt halt auch die negativen Gefühle mit sich, nicht nur die positiven. Das ist klar. Ne? Weil da vielleicht irgendwie was ist, was noch das nicht immer... Also, dass man das nicht immer ausleben kann. Aber das bringt ja auch Spannung rein. Das macht es interessanter. Das macht es ja noch intensiver. Mensch. Meine Lieben, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Was ist das hier für eine Liebesgeschichte? Beziehungsweise,
es ist ja auch eine neue Liebe. Ne? Wie sind so eure Ideen dazu, eure Hoffnungen dazu? Was meint ihr so, was da kommt? Speichert ihr auch gerne das Video ab, dass wenn es dann mal kommt, dass du es mir in die Kommentare reinschreibst. Das würde mich sehr freuen. Und falls du persönliche Hilfe brauchst, schau mal unter dem Video in dem Link. Da kannst du mich kontaktieren. Ich biete Tarotberatung an und astrologische Beratung. Und ich freue mich auch, wenn du diesen Kanal unterstützt durch ein kostenloses Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar, eine kleine Spende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Video.